Hallo Leute, ja, das ist jetzt gerade so ein Video, so alles so ein bisschen so gemixt, weil ich habe ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Ich hatte ja in meinem letzten Video über Mobbing gesprochen und da meint doch wohl irgendwer, mich fertig zu machen über Anrufe und über eine Nachricht, die ich euch mal vorlese. Ich habe die auf Ask bekommen, ich habe die dann gelöscht. Aber ich habe vorher einen Screenshot gemacht, weil ich bin überlegen, ob ich damit zur Polizei gehe. Also mit dem Anruf, nicht mit der Nachricht, aber ich finde solche Nachrichten einfach nur unnötig. Da steht, du bist eine Schlampe, vergrab dich, keiner will dich außer dein Drecksfreund. Haha, null Geschmack. Da, das ist in der Mitte. Leute, ist nicht witzig, okay? Genauso wenig wie solche Anrufe. Ja, ich habe nämlich gestern einen Anruf bekommen von einer privaten Nummer. Ich sage nicht, was diese Nummer gesagt hat, weil ich finde, das gehört jetzt einfach nicht hin. Auf jeden Fall habe ich dann mir das angehört, habe dann nur aha, okay gesagt und habe aufgelegt und habe diese Nummer nochmal angerufen. Und ich finde es nicht mehr witzig. Leute, was bringt euch das, mich zu beleidigen? Ganz im Ernst, ist doch so. Ich habe das an meinem Freund geschrieben. Der findet das genauso wenig witzig wie ich. Vor allem, was bringt's euch? Und vor allem, warum macht ihr das? Habt ihr irgendwie nichts Besseres zu tun, als Leute zu nerven? Naja, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. Weil das ist jetzt einfach so eine Sache, die will ich kurz ansprechen. Dass ich darauf irgendwie keinen Bock habe. Und dass, wenn diese Person mir zuschaut, es bitte sein lässt, weil sonst gehe ich echt mal zur Polizei. Also ich bin noch überlegen, ob ich überhaupt zur Polizei gehe, jetzt schon, weil ich das einfach nicht mehr als Spaß empfinde. Ich bin gerne für Späße zu haben, aber das geht mir dann doch ein bisschen zu weit, ne? Also wenn ihr wüsstet, was sie gesagt hat, dann würdet ihr es verstehen, aber das gehört, finde ich, jetzt einfach nicht hierhin. Ja, und dann noch so, was ich noch ansprechen wollte. Ich versuche jetzt jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video online zu stellen. Aber der Sonntag, der jetzt kommt, also der, oder wie viel das heute? Am 28. wird kein Video kommen, da ich nicht in Bielefeld bin. Ich bin in Bottrop, habe kein WLAN und so. Ja. Aber vielleicht später mal, weiß nicht, muss ich gucken. Sonst kommt dafür Montag eins. Weil ich drehe gleich noch diese Videos, die ich gesagt habe. Ich habe ja mit dem Thema Mobbing angefangen. Dann gehe ich auf das Thema Ritzen und Magersucht ein. Auf das Thema. Und ja. Und ich hatte euch letzten Monat ja kein Monatsfavoritenvideo gedreht, weil ich einfach keine Favoriten gesammelt habe. Ich hatte da keine so richtigen, aber jetzt habe ich welche. Ich habe sogar mehr als genug. Das werde ich auch noch die Tage abdrehen. Damit das einfach auch Geschichte ist. Jo. Gibt's noch was zu erwähnen? Nicht, dass ich wüsste. Ich wollte einfach nur gerade, dass ihr Bescheid wisst und so. Und, ne? Einfach, ich will euch das jetzt erzählt haben. Und viele wissen ja, dass ich am 4. Oktober in Urlaub fliege nach Mallorca. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Diesmal kommt ein Follow Me Around. Und ja. Ich weiß aber nicht, wie viel kommen wird, weil ich weiß nicht so. Ne? Ich werde es einfach probieren. Ich verspreche jetzt nichts, aber ich probiere es. Ja. Und ich würde sagen, ich verlinke euch meine sozialen Netzwerke in der Infobox. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Videovorschläge machen in den Kommentaren. Könnt mir auch generell ein Liebeskommentar hinterlassen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann könnt ihr auch ruhig einen Daumen nach unten geben. Ich verkrafte das. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!